Die Radiologie ist die zentrale Klinik für die Patientenversorgung in den SLK-Kliniken. Sie besteht aus verschiedenen Bereichen. Die Diagnostik, Nuklearmedizin und die Krebsbehandlung mit der interventionellen Radiologie. Die Computertomographie oder kurz CT ist ein schnelles dreidimensionales Schnittbildverfahren. Damit ist es auch für Notfälle gut geeignet. Innerhalb weniger Sekunden nimmt das Gerät zum Teil mehrere hundert Bilder auf. Durch diese CT-Bilder wissen die interventionellen Radiologen genau, an welcher Stelle sie die Instrumente ansetzen müssen. Durch die Magnetresonanztomographie oder kurz MRT werden Bilder des Körpers mittels Magnetfelder und Radiowellen erstellt. Die SLK-Klinik am Gesundbrunnen in Heilbronn verfügt über 4 MRT, darunter ein Hochfeld-MRT mit 3 Tesla, gespendet durch den Förderverein für medizinische Innovation, kurz FMI. Dieses ermöglicht im Gegensatz zur herkömmlichen 1,5 Tesla doppelt so schnelle und schärfere Bilder und eine frühere Diagnose von Krebs, Entzündungen und Neuroerkrankungen. Auch sogenannte Ganzkörper-MRT-Untersuchungen bei der Krebsdiagnostik sind möglich, alles ohne Strahlenbelastung. Im Gegensatz dazu befasst sich die interventionelle Radiologie nicht mit der Diagnosefindung, sondern mit aktiven Behandlungsmethoden mithilfe radiologischer Technik. Diese Verfahren sind sehr präzise. Dem behandelnden Arzt werden mittels Röntgenverfahren Bilder zur Darstellung der Blutgefäße auf einen Monitor übertragen. Die innovative Technologie der Geräte am Gesundbrunnen und die 3D-Darstellung ermöglichen eine gezielte und sehr personalisierte Behandlung der Patienten. Die minimalinvasiven Behandlungen finden meist ohne Vollnarkose, nur mit lokaler Betäubung statt und können einfach wiederholt werden. Unsere Patienten werden vor und nach der Intervention durch tägliche Sprechstunden und interdisziplinäre Visite auf Station bestens betreut. In der Radiologie finden täglich 9 bis 12 interdisziplinäre Besprechungen statt mit Diskussionen über Behandlungsplanung und Therapieerfolge. In der Nuklearmedizin können Erkrankungen und Funktionsstörungen betroffener Organe zu einem sehr frühen Zeitpunkt festgestellt werden. Der Einsatz von radioaktiven Substanzen löst bei vielen Patienten Angst aus. Diese ist jedoch unbegründet, da die Strahlenbelastung in der Regel nicht höher ist als bei vergleichbaren Verfahren. In der Frühdetektion von Krebs ist das moderne PET-CT extrem wichtig für die richtige Indikation und die Steuerung der Behandlung. Aus dem Ergebnis lässt sich schließen, ob eine OP sinnvoll ist oder nicht. Die SLK-Kliniken setzen durch all diese Faktoren moderne Standards in der interventionellen Onkologie voraus und sind das erste Tumorzentrum in Deutschland, das nach den internationalen Kriterien des IASIOS zertifiziert wurde. Jetzt und in Zukunft arbeiten wir immer mit den modernsten Methoden für Ihr Wohl. Wir sind für Sie da. Wir sind Ihre Kliniken.